اولا ایجا ولا پاریزن دلال امنها جبو اخافتنا خواه پیشکش میکه پارلمنتری من ایالت برلینه یه دینین که بریز حکان تاش بدخوینن هیوان هیجا sevgili dostlar, liebe Freundinnen und Freunde, leider wurde Afrin vor wenigen Tagen in einem völkerrechtswidrigen Krieg besetzt und es folgen nun Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ist es da richtig zu feiern? Diese Frage wird immer wieder, auch in den letzten Tagen, zumindest in Berlin, an uns alle, denke ich, die an Nevros-Festen, an Nevros-Feiern in Berlin teilnehmen gestellt. Ich sage an der Stelle ganz klar und deutlich, ja. Nichtsdestotrotz werden wir feiern und den Widerstandsgeist von Afrin mit unserem Nevros-Fest in die Welt tragen, in die Welt hineintragen. Das ist heutzutage entscheidend und wichtig. Entscheidend und wichtig auch hier in Berlin. Ob in Kobane, liebe Freundinnen und Freunde, in Cizre, in Sur, in Mahabad, in Hevler oder aber auch aktuell in Afrin. Immer wieder wird die kurdische Bevölkerung attackiert und das Spielball der internationalen Mächte genutzt. Die Kurdinnen und Kurden haben gar keine andere Chance. Wir sind geboren, um Widerstand zu leisten, Widerstand gegen ein Schicksal, das geprägt ist durch Unterdrückung und Bevormundung. Nevros ist das Fest unseres Widerstandes und die Hoffnung auf eine Zukunft ohne Fremdherrschaft. Ich sage hier, wir sind in Kreuzberg, denke ich, ne? Ich sage hier in Kreuzberg auf eine Zukunft ohne Erdogan, auf eine Zukunft ohne den IS, auf eine Zukunft ohne Krieg und Angriffe auf Kurdinnen und Kurden. Ich wünsche mir nichts sehnlicher. Ich bin, glaube ich, auch so zu hören, denke ich, ne? Als dass Nevros Frieden und Freiheit für alle unterdrückten Völker dieser Welt mit sich bringt. Auch auf die dunkelste zeigt früher oder später das Sonnenlicht. Ich bin mir sicher, dass auch wir nach diesem dunklen Kapitel demnächst auf einen Tag voller Sonnenschein, Frieden und Wärme blicken werden. So hoffe ich, dass mit diesem Nevros-Fest der lang ersehnte neue Tag anbricht und wir hier in Berlin die kurdische Bevölkerung in Frieden und Freiheit überall auf der Welt leben können. Wenn es unsere Bundesregierung schon nicht tut, lasst uns gemeinsam, liebe Freundinnen und Freunde, allen Menschen aufzeigen, zu welchen Gräueltaten die Welt derzeit schweigt. Lasst uns den Widerstandsgeist von Afrin nach Europa, nach Deutschland, nach Berlin, nach Kreuzberg auf unsere Straßen tragen. Gemeinsam mit dem IS will uns der türkische Diktator gerne ausrotten. Das werden wir nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde. Den letzten Terrorstaat haben wir aus Kobane vertrieben und später aus ihrer eigenen Hauptstadt Raqqa. Auch dich, Erdogan, werden wir erst aus Afrin und gewiss auch irgendwann aus deiner Hauptstadt Ankara vertreiben. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir bei allen Menschen, die in Afrin gegen die Barbarei ankämpfen. Büji Berhadane Efrine, Büji Bratia Gelan, Büji Kurdi Kurdistan, Çaradekin, Ezbedil Ucan Nevroze ve Prazdekim Hatrivi. Herzlichen Dank. Büji Berhadane Efrine, Büji Berhadane.